Ein wunderschönes Hallöchen, damit ihr wieder herzlich willkommen zurück zu, ja, mein M-Plus-Durchläufen. Es wird langsam mal Zeit, überhaupt hier, ja, mich wieder den M-Plus-Läufen zuzuwenden. Ja, ich finde es schön, dass ich gerade eben das vorherige Video angefangen habe zu vertonen. Und dann mir mittendrin irgendwann mal aufgefallen ist, so, hey, warte, ich kenne diese eine Stelle, wo ich kurz stehen geblieben bin, um jemanden zu antworten. Und da war mein Gehirn so, hey, warte mal, es könnte eventuell sein, dass du das schon mal hochgeladen hast. Und habe ich gerade eben so nebenbei nachgeschaut und habe gesagt, okay, ich schau mal lieber nach, bevor da irgendwas nicht stimmt. Und was ist, ich schlaues Kind? Ja, hab's tatsächlich schon mal eben vertont und vergessen, dass ich das schon bereits gemacht habe. Dementsprechend, ja, habe ich gerade eben 12 Minuten damit verschwendet, bis ich mir aufgefallen ist, so, hey, du warst hier schon mal. Tatsächlich nicht nur einmal, sondern nochmal das zweite Mal, als du das vertont hast. Und ja. Goldfischgedächtnis, wie ich auch schon eben in der Aufnahme gesagt habe, die ihr jetzt nicht hören werdet, weil ich werde definitiv kein Video ein zweites Mal hochladen, das ich schon mal hochgeladen habe. Nichtsdestotrotz, ihr merkt schon, das ist eine etwas ältere Aufnahme, dementsprechend, ja, ist es auch nicht wirklich aktiv. Was hier, ja, passiert, dementsprechend, auch wenn wir, wie auch schon damals vor ein paar Wochen, ich glaube 2 oder 3 Wochen ist schon dieser Durchrun her, was ich auch schon, ja, in der verlorenen Aufnahme erzählt habe, war, dass ich eben tatsächlich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch natürlich jetzt nicht nur immer die aktive Woche mit in meinen Durchlauf nehmen möchte, sondern tatsächlich auch ein paar ältere Videos mit benutzen möchte, die schon etwas her sind, werde ich jetzt ab diesem Video auch immer wieder die ganzen Affixe mit in die Thumbnails nehmen. Klar, ich werde mir jetzt definitiv nicht die Mühe machen, all meine alten Durchläufe durchzugehen, um mir anzuschauen, wo was ist, um das zu ändern. Das wird jetzt genauso bleiben, wie es ist, aber ab diesem Video gibt es eben diese neue Änderung. Ja, weil tatsächlich ich habe ein paar mehr Durchläufe, die ich gerne, ja, vielleicht doch noch verwerten möchte, außer die jetzt eventuell wieder zurück. Bevor ich die jetzt einfach so ungenutzt in den Papierkopf werfe und dann eben. Ist dann doch ein bisschen schade um die Zeit, die ich dann letzten Endes doch noch in dieses Spiel, in diese Zeit investiert habe. Natürlich möchte ich ja euch auch immer wieder mit in zur Reise oder mit in die Reise nehmen, wie ich überhaupt spiele. Ja, es gibt immer wieder Änderungen, die ich mal mache, mal wieder nicht. Eine Änderung, die ich definitiv nicht mache, ist, dass ich tatsächlich ja immer noch mit Full-on Mastery ein bisschen Crit nebenbei mache. Ich weiß, es ist total unlogisch, weil laut Guide und laut Blizzard ist es so, dass man XYZ machen müsste, um richtig seine Klasse zu spielen. Aber am Ende des Tages möchte ich ja das Spiel auch so genießen, wie ich es mag, und es macht mir auch Spaß. Und ihr seht ja, ich bin halbwegs erfolgreich. Übrigens, was für eine Stufe? Es ist Stufe 19, dementsprechend, ihr könnt auch definitiv in Anführungszeichen mit den falschen Talenten und den falschen Sets auch erfolgreich sein. Vor allem, ich glaube, so als Heiler ist es wichtig, dass ihr zumindest wisst, was ihr macht, aber am Ende des Tages, solange ihr die Gruppe am Leben erhalten könnt, ist es das doch tatsächlich das Wichtigste. Und ich glaube, ab Stufe 24 oder sowas sollte man wirklich nach Geiz und hast du nicht gesehen spielen. Vielleicht eventuell hast du ja nicht gesehen, was man alles nicht so von Hörensagen mitbekommt. Nichtsdestotrotz, ja, ich habe nicht vor, so hohe Keys zu laufen, auch wenn ich gerade immer noch hin und wieder
zumindest mal versuchen möchte, in 20er wieder zu teilen, vor allem Lethariens Hort, wobei da der erste Boss mir gerade ein paar Sorgen bereitet. Nichtsdestotrotz, so, ich habe schon auch in der letzten Season meinen Keystone Master gemacht, eine Wertung von 2600, ein paar zerquetschte, tatsächlich 20er geteilt, von dem her, so viel falsch kann ich ja dann tatsächlich dann doch nicht mehr machen. Deswegen, ja, ich spiele ja auch meinen wunderschönen diesen Heiler seit 4 Jahren, vor allem mit Main Mastery und bisschen Crit nebenher. Dementsprechend, ja, ich weiß, meine Klasse, kurz nochmal kurz zu diesem Boss, der spawnt hin und wieder ein paar wunderschöne Adds. Und sein Totem, das wir ganz wichtig töten müssen, weil es macht Gruppenschaden und Gruppenschaden ist doof. Und falls die Adds kommen oder sobald die Adds kommen, sammelt euch zusammen. Und hier der zweite Boss rein in den nächsten Abenteuerspaß. Wir sehen, es ist ein Dreierboss. Wunderschön, wenn ich es auch so überlege, dass tatsächlich, ich glaube, dieser Boss würde mir als Marksman tatsächlich Spaß machen. Es sind eigentlich 3 Gegner. Das heißt, ich kann mit Mehrfachschuss einmal rein und dann eben mein AOE-Schaden reindonnern. Ja. Nichtsdestotrotz, was ist hier zu beachten? Hier haben wir, sobald wir zumindest, glaube ich, einen auf einen bestimmten Prozentsatz an Leben gehauen haben, schießen die auf uns wunderschöne Bomben runter. Dementsprechend, ja. Passt darauf auf, dass ihr nicht da drin steht, dann auch am besten nicht daneben steht, weil diese Flächen, die vergrößern sich und am Ende des Tages muss jetzt nicht wirklich sein und ist ein bisschen schwierig, also vor allem dann, wenn irgendwie die halbe Gruppe dann um die Ecke steht und ja, out of sight ist so, das hat mich jetzt getötet. So. Irgendwas hat mich getötet, ich weiß gerade auch selbst nicht. Ich bin verwirrt, so ich. Ja. Selbst die Verwirrung war verwirrt. Lasst uns dann nochmal kurz darüber sprechen, was in dieser Woche für Affixe waren. Einmal verstärkt, dann eben, ja, wildes Spalten. Ich glaube, ich hätte das nicht abbekommen sollen. Nichtsdestotrotz, so ich glaube, die Gruppe sollte es auch ohne mich noch hinbekommen. Ja. Dementsprechend, ich werde gerade aufgehoben, der Demon Hunter wird gerade auch aufgehoben. Wirklich sehr schön, zwei Klassen dabei zu haben, die dann eben den Heiler und nochmal einen DD mit aufheben können. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, was erwartet uns ab morgen in der neuen ID? Das ist einmal, haben wir eigentlich überhaupt gesprochen, was uns diese Woche erwartet? Nein, haben wir nicht. Und zwar Trash verstärkt, dann, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Geister, die man auf jeden Fall dispellen muss, Afflicted, genau. Auch immer wieder mal schön, dann ein paar Klassen mit dabei zu haben, die das mit dispellen können, tatsächlich. Einmal unsere wunderschönen Schamanen, sofern sie das Giftreinigungstotem mit drin haben und in den Talenten ausgewählt haben. Immer wieder ein schöner Vorteil. Sonst ganz normal Paladine, Druiden. Übrigens, Magier können es auch mithelfen, tatsächlich, sofern sie Magie entfernen oder nicht Magie entfernen, sondern tatsächlich Flüche entfernen haben. So. Ihr merkt schon so, ich habe meistens absolut keine Ahnung, wie welche Fähigkeit immer noch heißt. Ich weiß nur ungefähr so halbwegs, wie was geht, so wie meine Klassen so geht und zu dir, so dementsprechend so. Dann haben wir eben nochmal in der Woche speziell eben wütend. Das heißt, ja, aber wie, wenn man wieder schneller sprechen möchte, als die Zunge mitmachen möchte, so. Ich bin hin und wieder wie so ein kleines aufgeregtes Kind, das einfach wirklich irgendwas Wichtiges und Spezielles erzählen möchte, aber dann irgendwie sich verplappert. Deswegen brauche ich hin und wieder so mehrere oder hin und wieder
nochmal einen zweiten Versuch, vor allem wenn ich dann nochmal ein Wort irgendwie merke, so okay, ich fange an, das falsch zu auszusprechen und zu pronouncen und dann sage ich so, okay, halt, stopp, ich möchte gerne nochmal neu anfangen. Also, dieser Boss auf 19 finde ich es nicht so schön, vor allem in einer bossverstärkten Woche, deswegen, ja. Da passiert manchmal wirklich alles gleichzeitig. Man versucht wirklich alles gleichzeitig hochzuheilen und nochmal ein paar Sonderdots drauf zu tun. Nichtsdestotrotz, was erwartet uns ab morgen in der nächsten ID? Einmal wieder verstärkt. Dann haben wir Incorporeal, also unkörperlich. Das heißt, die Geister, die wir mit Eisfalle eben stunnen können oder eben prinzipiell stunnen, Kopfnüssen hast du nicht gesehen. Hauptsache, er kann seinen Cast nicht machen. Dementsprechend, ja. Das und dann nochmal blutig, das heißt auch mal wieder etwas, was unsere wunderschönen Tanks herausfordert, dass die einfach die Trash-Gruppen aus dem ganzen Spaß heraus ziehen und hast du nicht gesehen und wir als Spieler tatsächlich nicht drin stehen bleiben. Das heißt auf jeden Fall mal nicht nur ein Zusammenspiel aus meistens Tank und dem Heiler, falls sie eben die Geister dispellen können, sondern tatsächlich auch einfach mal die DDs, die einfach mal auch mit ran an die Sache dürfen und tatsächlich auch mal etwas dann dispellen nicht. Stunnen. Diese Geister, die muss man dispellen. Und ihr merkt schon, selbst auf plus 19 und Trash verstärkt, haut dieser Boss immer noch dennoch sehr stark rein. Dementsprechend, ja, wäre es sinnvoll, hier auch einfach mal alles zu ziehen, was man hat. Und hin und wieder auch ein bisschen schwierig, wenn man dann keine CDs mehr so wirklich übrig hat. Ja. Nicht so schön, hin und wieder sehr schön. Aber es ist, wie es sei, wie es sei. Dieser Boss ist jetzt auch glücklicherweise vorbei. So, einmal kurz aufheben. Ich merke schon, irgendjemand hebt es auf. Das heißt, ich mit meinen 5% Mana konnte mich kurz hinsetzen und wieder, ja, Mana regenerieren. Boss ist doch so, keine Ahnung. Ich hatte mal Spanisch, aber das war's auch. Aber ich schätze mal, nachdem er seine Zustimmung verkündet hat, gehe ich mal davon aus, dass er gesagt hat, so dass dieser Boss ziemlich nervig ist. So kann ich verstehen. Ja, ist es vor allem. Ja, ist es. Es gibt da nichts mehr hinzuzufügen. Selbst auf einer Trash-verstärkten Woche ist es gerade nicht allzu schön. Ja, es ist, wie es ist. Es sei, wie es sei. Dennoch, was kommt übernächste Woche für ein Affix, beziehungsweise welche Affixe, ist tatsächlich noch nicht bekannt. So einmal hier diese Trash-Gruppe in dieser Konstellation ist auch nicht unbedingt sehr angenehm. Ja, die Steinblitze, die am besten einfach versuchen, irgendwie Massensubstanz zu vieren, weil ich habe es gemerkt, egal was ich gerade gemacht habe, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich noch mehr machen können. Ich könnte mir auch ge Nein. Ihr könnt mir zwar gerne auch hin und wieder sagen, was ich alles falsch mache, aber ich sag's, wie es ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder irgendwelche Romane in den Kommentaren. Ja, es. Es tut mir leid. Ich lese mir noch nicht mal einen Guide durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich so längere Kommentare, die mir dann wirklich mich belehren wollen, durchlese, ist wahrscheinlich sehr gering. Ich meine, es ist nicht böse, aber ich habe meistens andere Sorgen. Ich meine es wirklich, es tut mir leid, aber ich weiß meistens, was ich selbst falsch mache. Meistens so denke ich mir so, okay, ich könnte diese Zeit in meine Klasse investieren, aber andererseits denke ich mir wieder so, möchte ich das wirklich? Das klingt so anstrengend. Ich bezahle keine 36 Euro alle 3 Monate, damit ich mir wirklich so viel Stress mache. So, aber andererseits, so klar, ich mache mir Stress, indem ich im Plus laufe. Könnte ich auch einfach sein lassen. Nichtsdestotrotz, so, welche Affixe wir übernächste und die Woche drauf haben, ist noch nicht bekannt, aber dafür
ist bekannt schon, was für Affixe ab dem 19. Juli, also dem 7. Monat, sind. Und zwar haben wir einmal wieder eine bossverstärkte Woche. So ist es wieder richtig rum. Und dann haben wir stürmisch, das heißt, unsere wunderschönen Wirbel kommen um uns drum herum. Und dann wieder, wie in dieser Woche ihr das sehen könnt, wütend, das heißt, ab 30 oder 20% Leben bekommen die, beziehungsweise machen die Ads mehr Schaden. Dementsprechend ist es vielleicht auch vorteilhaft, wenn wir zumindest einen Dudu oder einen Hunter mit in der Gruppe haben. Dementsprechend, ja, alles kann, kein Muss. Hier wieder einmal schön dispelled. Und ja, hier bei diesem Erdbeben ist vielleicht auch wichtig, entweder zu out of sign, out of line, alles gleichzeitig oder auch nicht. Dementsprechend einfach entweder CDs nutzen, die ihr ready habt, oder tatsächlich hinter euch den Säulen verstecken. Oder der Tank ist auch so nett, direkt den Mob neben eine Säule zu setzen, weil dann geht es auch tatsächlich sehr viel schöner. Und ich schätze den Einsatz der Eule, dass sie versucht hat, ihn hoch zu heilen, aber da wäre es tatsächlich, ich glaube, sowas kann man auch out of side of line. Auf jeden Fall mal, wenn man sich vor dem Geist versteckt oder weit genug davon entfernt ist, kann man tatsächlich diesen Debuff auch einfach aus dem Weg gehen. Hast du nicht gesehen, hier könnte man sich jetzt wieder kurz hinsetzen und so. Ja, Leute, auch ich mache Fehler. Ach ja, vielleicht wäre es sinnvoller, nach dem Guide zu gehen und zu sagen, so, ja, ich nehme diese und diese Stats als Prio und ich mache die richtigen Talente, aber am Ende des Tages so. Ich wäre nicht ich, wenn ich alles machen würde, was mir vorgesetzt wird. Ich bin wirklich wie so ein kleines, trotziges Kind, so, nö, möchte ich nicht, mache ich nicht, und ich bin ja dennoch irgendwie erfolgreich, ja. Wir hatten dieses Thema schon beim ersten Mal, so, ich glaube, falls ihr euch mein Gejammer diesbezüglich nochmal anhören wollt, könnt ihr ja nochmal zum ersten Boss zurückspulen und euch meine ganzen Argumente anhören. Argumente, warum ich das so mache, wie ich es mache, so. Ich glaube, ansonsten wäre ich wie so eine kaputte Kassette, die einfach so sich ständig wiederholt, so, ja. Auch ich habe noch damals als Kind Kassetten mitbekommen und ich weiß nicht mehr, wie diese großen Videokassetten hießen, wo man tatsächlich dann auch das in diesen Rekorder reintun konnte, um was auf dem Fernseher anzuschauen. Aber tatsächlich, ja, die Zeit als Kind hatte ich auch noch tatsächlich. Und dann nochmal diese coole Zeit, wo man diesen Videokamera hatte tatsächlich und so das aufnehmen konnte auch nochmal. Ich weiß, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Auch hier muss man mich jetzt nicht belehren. Hier ist es auch schön, wenn man als Gruppe zusammensteht, weil dann kann zumindest der Priester euch in der Gruppe bei diesem Boss Marcy spellen und ihr bekommt dann zumindest über die Zeit nicht so viel Schaden. Ist auch sehr schön. Kann man machen, muss man nicht. Wenn man es dem Heiler aber einfach machen möchte, definitiv ein Go-To. Ja, man merkt es schon. Ja, ich war gerade selbst verwirrt. Ja, los geht's auf jeden Fall mal weiter zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wie dem auch sei. Ja, stehen geblieben waren wir bei den Kassetten, dass ich diese Zeit auch nochmal mitbekommen habe. Ich weiß auf jeden Fall mal, dass damals die ganzen TV-Sendungen auch diesbezüglich aufgenommen worden sind. Das heißt, ich war wirklich so ein Barbie-Kind. Ich habe es geliebt, Barbie zu schauen, beziehungsweise ich habe es geliebt, vor allem auch, ja, Barbie, die Prinzessin, das Dorfmädchen, glaube ich, hieß so, Schwanensee. Ja, hat auf jeden Fall mal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, so, auch wenn ich so am liebsten so wirklich alles so skippen wollte, tatsächlich einfach so,
Ich habe keine Zeit für Probleme. Ich möchte gerne zum Happy End rübergehen. Ich habe keine Ahnung, so, warum ich das so als Kind so schwierig war, schon bereits damals so als Kind das anzuschauen, irgendwie so diese schwierigen Situationen, die man bewältigen muss und wo man am Ende des Tages stärker wieder herausgeht. Übrigens, Leute, nicht in die Kügelchen gehen, weil, wie Blizzard schon immer wieder so schön sagt, nicht im Feuer stehen. Und im Feuer stehen ist böse und schlecht, dementsprechend machen wir nicht, ist böse. Ja, ziemlich unvorteilhaft, leider, dass hier tatsächlich ja der Boss wieder zum zweiten Mal in die Phase geht. Ja, aber ihr seht schon, hier auch ganz wichtig auf die Strahlen, die sich bewegen, zu achten, weil ihr könnt tatsächlich nicht einfach so stehen bleiben und euch denken, so, haha, ich kloppe nur auf ein Add drauf, um den wieder aus der Phase rauszubekommen. Und ja, wie dem auch sei, viel Bewegung ab und zu, auch für mich ein bisschen zu viel Bewegung. Nichtsdestotrotz, ja, wir sind, wo wir hier sind und ja, schön. ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, weil Gedächtnis eines Goldfisches, alles, was gefühlt nicht so wirklich wichtig ist, so tue ich mein Kurzzeitgedächtnis, ich glaube, so in diese Abteilung, Schublade, das noch kürzer festhalten in deinem Gehirn. Tatsächlich, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, so viel zu Gedächtnis eines Goldfisches. Ich habe tatsächlich ein paar mehr ältere Videos in petto, die ich aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe es schon mal leicht angerissen, als ich gesagt habe, so hey, da gibt es ja nochmal. Es hat mich die Nachricht verwirrt, aber nichtsdestotrotz so. Was wollte ich sagen? Ach ja, es wird jetzt in den Thumbnails immer wieder kommen, was für Affixe ich in diesem Video bespreche, beziehungsweise ob das ein älteres Video ist oder ein aktuelles. Weil bis dato hatte ich ja immer wieder so die Sache, dass ich das halt eben tatsächlich immer wieder, ja, tatsächlich einfach nur immer wieder das Aktuelle, die aktuelle Woche nehmen wollte und bevor das jetzt einfach bedauerlicherweise in meinem Papierkorb verschwindet, werde ich so zumindest versuchen zu sagen, so hey, okay, das ist die in die Woche. Ja. Kurz unser Gedächtnis aufgefrischt, was ich überhaupt am Anfang des Videos gesagt habe. Und zwar gibt es nicht nur Videos, die ich aufgenommen habe mit meinem wunderschönen Priester, sondern tatsächlich auch mit meinen wunderschönen, beispielsweise einmal mit meinem Shami habe ich einen kleinen Key, habe ich gesehen. Auch als Heiler. Das kommt tatsächlich neu dazu. Was gerade so auf der Strecke bleibt, ist mehr so mein bedauerlicherweise Tank-Dudu. Ich bin nicht so überzeugt davon, beziehungsweise es macht mir nicht so viel Spaß. Ich bin gerade am Überlegen, meinen wunderschönen DK wieder aus Petto zu ziehen und den einfach ein bisschen hochzuspielen, tatsächlich, und mal, endlich mal wieder hochzuleveln, dass ich da auch mal ein bisschen mit dem wunderschön tanken kann, weil ich habe zu Shadowlands-Zeiten auch schon mal mit dem getankt. Und ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht und es gab irgend so eine Season in Shadowlands, da habe ich zuerst meinen Keystone Master mit meinem Priester gemacht, was mir tatsächlich dann das vereinfacht hat, mit meinem Hunter das, ja, meinen Keystone Master zu machen, weil die sehen so, hey, diese Person hat ein Main-Rating, nehmen wir mit. Und tatsächlich war es auch die Zeit, wo dann, ja, mein Hunter, glaube ich, sogar ein höheres Rating hatte als mein Priester. Kann man machen. Und dann hatte ich nochmal meinen dritten Keystone Master mit meinem DK gemacht. War auch wunderschön zu machen und definitiv interessant. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt dann definitiv dann auch, ja, wieder mal mein DK auspacken. Mal schauen, was ich dann mit dem wunderschönen Dodo-Bärchen mache. Wahrscheinlich vielleicht hin und wieder mal auch vielleicht mal was Kleineres laufen. Man muss ja auch nicht immer nur große Keys laufen. Vielleicht interessieren euch auch die kleineren Keys vor allem.
mit einem Dodo-Bärchen-Tank. Aber sonst, ja, meine Priorität liegt gerade einfach nur auf meinem Priester gefühlt. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch wieder meinen Hunter ausgepackt. Der ist jetzt auch mittlerweile bei knapp 425 im KS. Ja, da höchstens so, was ich mit dem verbessern könnte, ist eben einmal mein Keystone Master zu machen und da halt eben diese wunderschönen, ja, Keystone Master und dadurch ein HC-Teil zu bekommen, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Hunter raiden werde? Ja, unwahrscheinlich gering, dass ich überhaupt jetzt mit meinem Main Priester wieder raide, ist eigentlich auch eher Zufall und vor allem, dass ich das als, ja, Raid-Lead auch noch nebenbei mache, ist, ich bin manchmal erstaunt, was mein Gehirn alles so gleichzeitig macht und, ja. Nichtsdestotrotz habe ich da jetzt auch, glaube ich, zwei oder drei Videos in der aktuellen Woche gemacht. Einmal als Marksman und zwei habe ich, glaube ich, Beastmaster gemacht. Ja, ich habe meinen Beastmaster mal wieder einfach ausprobiert. Es wird definitiv nicht zur Gewohnheit werden, dass ich mit meinem Priester Beastmaster spiele. So, hey Leute, wusstet ihr, dass ihr mit dem Priester Beastmaster spielt? Nein, ich auch vorher nicht. So, nichtsdestotrotz. Ja, dementsprechend wird es weiterhin vorwiegend auf meinen wunderschönen Marksman bleiben. Je nachdem, da werde ich auch mal wahrscheinlich mir erstmal zwei, drei Skillungen oder prinzipiell mal anschauen, wie es für mich angenehmer ist, auch bei bossverstärkten Wochen richtig Schaden zu machen, sonst ja, richtig Schaden. Ah, Guides durchlesen, so, ja, ich weiß. Obviously, so. Hier kann man, wie ihr seht, das auch Marcy spellen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber vor allem, glaube ich, so in einer, ja, Trash-verstärkten Woche ist es dann dennoch, ja, von Vorteil, wenn man hin und wieder diesen Debuff herunternimmt. Und ja. Ich merke schon gerade wieder, ich hänge bei 29, knapp 30% Mana herum. Vorteilhaft, unvorteilhaft, man weiß es nicht. Man kann es ja immer noch sehr schön beobachten. Was mir auch gerade eben auffällt, was auch sehr schön ist, was der Vorteil von DKs ist, meiner Meinung nach, und zwar die antimagische Hülle, die sie auf sich selbst casten können. Das heißt, jeder Magieeffekt geht dran vorbei und der sagt mir gerade Reset-Stacks, so. Was? Als könnte ich kein Marcy-Spell machen. So, weiter geht's. Uns fehlen noch 5% knapp und dann pick Big Pull hier. Okay, da haben wir hier wieder ein paar wunderschöne Geister gehabt und jetzt rein in die nächste Gruppe. Wir haben wieder 100%, vor allem wieder, ja, immer wieder das Ziel von M Plus ist, 100% von Trash zu spielen. So ein ganz neues, krasses Konzept. Ich weiß, Leute. Weltbewegend. Nichtsdestotrotz, so, wir haben hier, was wir jetzt hier haben, dementsprechend, ja, wir haben wieder genügend Stacks, die ich dispellen kann. Bevor mir es wieder gesagt wird, so, hey, du kannst die ganzen Stacks resetten, so, ach, gar nicht hier. Huge Tank, Ausrufezeichen, so, ab und zu bin ich echt verwirrt, so, aber das ist nichts Neues, so. Herzlich willkommen zu meinen Videos. Falls ihr zum ersten Mal hier seid, dann herzlichen Dank dafür, dass ihr das so lange bis hierher ausgehalten habt. Jetzt haben wir eben hier. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr definitiv häufiger mal vorbeischauen könnt. Die kann man tatsächlich eben auch dran vorbeilaufen können. Und wenn ihr die unbedingt meint, spielen zu müssen, dann bitte achtet auf das Mal eures geliebten Heilers, weil ab und zu ist es schwierig, die ganze Gruppe hochzuhalten. Und ihr merkt schon, ich konnte gerade nicht wirklich Marcy spellen und dann versucht man dennoch einfach die ganze Gruppe irgendwie am Leben zu halten.
Und vor allem bei zwei von den Ulrichen wird es dann auch für den Heiler sehr schwierig, euch am Leben einfach wegen dem Debuff zu halten. Dementsprechend denkt an eure Heiler, macht es uns nicht unbedingt noch schwieriger als ohnehin schon. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Es tut mir leid, Mr. Diamanter. Es war keine Absicht. Ich hatte einfach meinen Master-Spell noch nicht ready. Und ihr seht, es ist tatsächlich einfach nur schwierig, das den ganzen Mups zu machen. Und aber wir haben auf jeden Fall mal noch 3 Minuten 40, 3:30 knapp, dann um den Endboss zu machen. So, der sagt schon so, setz dich kurz hin. Das heißt, machen wir auch natürlich. Oh, jetzt hat zum ersten Mal meine andere Schulter wieder geknackt, vor allem wieder zum ersten Mal und wieder. Widersprüchlich sein Urgroßvater, ja. Don't die. Okay. Wenn du das sagst. Get me PI. Okay. Ich schau mal gerade selbst, warum. Okay. Das war wirklich so ein. So, okay, ich muss wirklich sagen, so es war tatsächlich sinnvoll, mal einen Roman bei mir unter meinen Kommentaren durchzulesen, weil ich dadurch halt eben mein Omni-CD heruntergeladen habe, damit ich schauen kann, wann es sinnvoller ist, meine PI zu vergeben. Ja, hin und wieder bin ich auch verbesserungsfähig ab und zu. Ist es auch okay, bin ich auch irgendwie gewillt, irgendwie was zu verbessern, aber meistens bin ich hin und wieder vielleicht beratungsresistent. Dementsprechend, ihr könnt da irgendwie gerne versuchen, ob es was bringt, ich weiß nicht. Ihr seht so einmal hier Zeitstrom zurückkehren, hier Blattlast gezogen und rein in den Ulrich und ja, tut immer noch wehbefallener Schrei, einmal kurz dispellen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe im Augenwinkel den zweiten gesehen, aber es könnte auch gut sein, dass der wunderschöne Eule das gemacht hat. Dementsprechend, ja. Diesen Boss könnte man auch etwas schöner spielen, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Werden wir das jemals herausfinden? Ich weiß es auch nicht. Weil egal, wie man den Boss spielt, der tut einfach nur weh. Und ihr merkt schon so. Antimagische Kuppel finde ich sehr schön. Vor allem für die Melees auch sehr schön, die diesen Magie-Debuff auf sich haben. Ein weiterer Grund, warum ich den Decay so schön finde, tatsächlich. Weil, ja, finde ich halt schön, aber ich bin halt leider kein Main-Tank, sondern vielmehr Main-Heal. Dementsprechend, ja. Es ist, wie es ist, Sandatem, zweimal wieder Geist, die man dispellen muss, beziehungsweise auch hochheilen. Dementsprechend auch sehr schön und sehr froh, dass das dann tatsächlich so funktioniert. Und Dodo hat mir dann auch nochmal geschrieben, so, hey, du brauchst uns Druiden hier in diesem Falle tatsächlich nicht dispellen, weil mit unserem Shapeshift können wir es auch hinbekommen, dass wir uns selbst von diesem Magie-Debuff selbst befreien. Dementsprechend, ihr seht es, es ist, wie es ist. Ich habe vorher noch gesehen, dass ich gestorben bin. Ich frage mich, so sterbe ich gerade wirklich an diesem Debuff? Okay, nein. Dann war es in einem anderen Key. Wie dem auch sei, wir sind am Ende dieses wunderschönen Keys angekommen. Damit vielen Dank, falls ihr es bisher ausgehalten habt. Es war mir eine Freude, mit euch diese Reise zu machen. Wir sehen und hören uns wieder im nächsten Key. Dementsprechend bleibt gesund, habt Spaß beim Selbstkieslaufen oder auch beim Zusehen. Habt noch einen schönen restlichen Tag und hoffentlich sehen wir uns auch wieder regelmäßiger bei den M-Plus-Kies. Ich habe da definitiv noch ein paar in petto. Im nächsten Key werde ich euch noch ein paar andere Neuigkeiten, Kleinigkeiten, Erneuerungen erzählen. Von dem her, falls es euch interessiert, schaltet gerne ein. Ich weiß, totaler Cliffhanger. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.